Gut. Furchtbarste Rätsel des Spiels haben wir jetzt hinter uns. Gott sei Dank. Da lang. Ich laufe da keinen Meter mehr. Kannst du jetzt machen. Hallo? Achso, den brauche ich nicht. Ja, lauf. Ja, ich bin ein bisschen genervt. Das liegt aber daran, dass das Rätsel echt kacke war. Und ich fast 20 Minuten allein nur an diesen Rätsel... Ja gut, ich habe ja schon noch ein bisschen Aufnahme. Ja, fast 30 Minuten an diesen Rätsel da hängen. Ich habe es im Endeffekt im Internet nachgeguckt halt. Dass ich das hinten rechts... Es funktioniert nur hinten rechts. Komm. Schürzi. Sollen wir da hoch? Ich dachte da hinten lang. Aber gut. Wenn du das sagst. Ja, ich weiß nicht, was du hier oben willst, ehrlich gesagt. Aber wenn du sagst, wir sollen hier hoch, ich trau dir einfach. Ich hätte gedacht, wir sollen da unten weiter. Aber gut. Vielleicht habe ich mich vertan. Okay, da sind zwei Kisten. Ein Fass. Und ein bisschen Gestänker. Merke ich schon hier. Ah. Ja, wir bleiben mal auf ihn drauf. Rico klärt das schon. Sehr gut. Der andere lebt noch, oder? Lebt er noch? Ist er doch vorhin noch ein... Ja gut, vielleicht war es nur im Kopf. Beruhigt? Gut. Alles klar, mein Freund. Gut. Da ist Futter. Ansonsten ist hier auch nicht wirklich viel. Aber davon ganz viel. Können wir raus ins Grüne gucken. Ist das unsere Brücke? Wo wir rauf wollten? Kommen wir hier... Ne, ist abgekettet von der anderen Seite. Okay, dann gehen wir mal erstmal sein Fässchen holen. Oh, na, das ist ja gerade passend, wa? Hast du jetzt schon wieder Hunger? Legt er sich wieder hin, der faule Hund. Ja. Aber... Okay, jetzt... Kriegen wir da nicht hoch. Müssen wir... Irgendwie... Ach komm, du bist ein richtiger Kletterheinz. Ach Mensch, was ist denn da immer für... Da war nix, Junge, da war nix. Okay, es schreit nach einer Aufnahmepause. Ich will zwar eigentlich noch weiterspielen, aber er ist ein Hampelheinz. Ich drück die... Guck mal, greifen ist Kreis. Ich drücke Kreis und der will immer hoch. Dann zieht er die Kiste wie ein... Wie ein komischer Typ. So, irgendwie so... Denn irgendwie so. Ja, durchdacht ist es halt alles nicht. Jetzt klettert er wieder. Lass die Kiste los. Nimm das Fass. Platzieren. Das lernt er jetzt erst. Jetzt lernt er erst platzieren. Es hätte uns schon so viel weitergeholfen, aber er hat es jetzt erst gelernt. Rico, hier. So. So ist noch gar nicht angekommen. Ich dachte, es ist angekommen bei dir. Mensch, kleiner Mann. Da hast du. Have fun. Tja. Ich weiß nicht, ob du irgendwo hinspringen willst. Yay, oh, wie er sich wieder freut. Ja, ist ja gut. Ja, hast Futter bekommen. Ja, ich kümmere mich halt um dich. Wirp.
Genau. Da lang. Glaube ich, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal da lang. Oder geh da lang, wo du willst. Das sieht aber nicht richtig aus. Gebe ich zu, du kannst lang gehen, wo du willst, aber das sieht wirklich nicht richtig aus. Komm schon, Junge. Intelligenz ist ein wichtiges Bestandteil. Na, endlich hat er sich gedreht. So. Geh mal da lang. Na? Nein? Gut, springe ich ab. Laufe ich alleine los. Vielleicht kommst du da hinterhergelaufen. So, hier geht es doch bestimmt irgendwo dann hoch oder raus. Ich glaube, das Loch da oben ist zu klein, oder? Sieht zu klein aus. Hauptsache, er kommt erstmal hier hin. Na, das ist ja schon mal was. So, dann kann er doch bestimmt... Ja, na gut. Ein bisschen kuscheln. Na gut, na gut. Ich mal ein bisschen lieb haben, den kleinen Mann. So, hat viel mitgemacht. Kann wenigstens wieder beide Augen öffnen. Nicht lang. Das Leben kann nicht nur aus Kuscheln bestehen. Was? Sind schon wieder vollkommen unter ihn, ey. Gut, gehen wir auf die hintere Flanke. Nein. Nicht zurück. Hat keiner gesagt. So. Ich weiß nicht, ob das da oben das richtige Loch ist. Geh da mal hoch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber scheint richtig zu sein. Okay, für uns zumindest. Für uns zumindest. Ja gut, da, ja gut, das wäre jetzt... Es wäre eng geworden für Trico, ich gib's zu. Ah. Es wäre auf jeden Fall eng geworden. Ich komme gleich wieder. Ich hänge mich da nicht ran. Hier ist auch bestimmt gleich der böse Trico. Wir sind doch hier bei dieser Brücke. Oder nicht? Ich weiß nicht, ob das richtig ist jetzt hier. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Hier waren wir doch gewesen. Ja, oh, nee, doch nicht. Na gut, doch nicht. Na gut. Hier, die ist eindeutig zu klein dafür, dass wir da gewesen sein sollten. Chup, 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 chup. Alles gut, nichts passiert. Übermütige. Okay. Alter, hüpf. Das war zu früh gesprungen. Ach ja, Kamera ist wunderbar, ach ja. Hey, Alter, ja, toller, toller Speicherpunkt. Wahnsinnig. Wo genau willst du mich eigentlich hinbringen? Du kannst nirgendwo hin. Steh auf. Steh. Rico! Rico, du randalierst! Rico, du randalierst! Oh fuck. In Tricuno, I get a true note. But this always. Oh fuck. Oh fuck. Haha. Lauf, kleiner Fremdling, weiß nicht, wie du heißt. Trico! Ich sehe dich doch, ich sehe doch deinen Schatten, du Schlingel. So, und weiter. Yay. Ach Gottchen. Ich hab doch deinen Schatten gesehen, du Schlingel. Puh, okay. Schmeiß mich mal wieder. Hui! Bob. Das Geilste wäre, wenn wir uns nicht festhalten würden und einfach in den Tod fallen würden. Das hätte irgendwie was. Ich weiß nicht, was das hätte, aber irgendwas hätte das. Okay.
Weiter geht's. Was eine Aufregung hier. Ist das nicht unser Weg? Nein? Hätte ich jetzt aber gedacht. Da hoch? Nee, ist doch alles richtig, oder? Wir machen auf jeden Fall alles kaputt. Darüber oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Nicht darüber? Okay, scheinbar nicht. Oder? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich brauche eine konkrete Antwort. Nein. Okay, die Antwort ist nein. Dann setz dich hin. Mach ein Alter, Trikot! Ja, danke. Manchmal will er uns töten, habe ich das Gefühl. Manchmal will er uns töten. Manchmal braucht er das oder so, ich weiß nicht. Ja, Schatzi, du musst auch ein bisschen dann sagen, wo es lang geht, wenn du uns da hochschmeißt. Und dann gib Anweisung. Ja, vielleicht da lang. Da lang? Sieht das korrekter für dich aus? Das scheint korrekter zu sein, er fixiert ist. Das ist richtiger, okay. Ja, gleich ein weiter, wa? Kleiner Hampelmann. Mhm. Weiter. Das bricht gleich zusammen, Trigo. Mach die drauf gefasst. Natürlich nicht. Na gut. Dann mal los. Einfach geradeaus gehen. Und jetzt schon wieder. Quietschnase. Und hopp. Gar nicht, ob du da jetzt weiterkommst. Ich habe da jetzt ein Gitter gesehen. Ich bleib einfach mal auf dir drauf. Na gut, ich gehe runter. Das passt sonst nicht. Ich bin zu dick. Ich bin zu dick, Trico. Was ist denn hier? Au. Sehr gut. Au. Wir haben uns um eine verpasst, wenn wir das sagen. Er vertraut uns nicht mehr. In dem Sinne vertraut er uns nicht mehr. Okay, vielleicht sollen wir doch erst da runter. Mach ich mal. Hier ging ja auch noch irgendwie was. Ist auch noch was. Trico. Es war auch eigentlich der Plan, dass wir unten erst gucken und nicht oben. Hallo. Ah, da kommt er. Jedio. Gut. Was ist denn das hier? Gefallen tut mir das nicht gerade. Was ist? Was ist? Ja gut, runter. Okay, runter. Okay, oh ne, doch, es war so klar. Alter, da hinten ist so ein. Es war so klar gewesen. Ey, du Arschloch. Was den Scheiß, Mann. Gut, er hat den. Mal wieder diese ganzen Dinger hier wegmachen. Gut. Nico. Lässt du mal das Schild in Ruhe?
Lässt du mal das Schild in Ruhe. Okay, jetzt hat er mich. Rico! Danke. Können wir da was aufheben oder so? Ja. Können wir das zerschlagen? Ah, so geht's. Okay. Wir können es also auch kaputt machen. Sehr gut. Hast du wieder Speere in dir? Die hatten Speere dabei. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Versuchen wir ihn erstmal ein bisschen zu beruhigen und dann gucken wir mal, ob er irgendwo Speere hat. Sieht aber nicht danach aus, weil er ja auch ruhig wird. Auf jeden Fall ist sein Gefieder schon ganz schön zerzaust. Da unten ist doch noch ein Speer. Lass mich dir helfen. Sonst noch irgendwas? Achso, das Gefieder war wohl zerzaust, weil... Man müsste auch rein theoretisch auf der anderen Seite auch, oder? Weil da auch so zerzausig aussieht. Oder täusche ich mich? Nö, da ist keiner. Bitte? Nö. Was hast du da schon wieder gefunden? Was hast du da schon wieder? Okay. Ein bravouröser Hinweis. Ja. Auch nur ein Hinweis. Achso, das sind die. Okay. Gucken wir nochmal einen höher. Irgendwo muss es ja irgendwas geben. Das ist wie eine, so eine Arena hier, ey. Kampf in der Arena mit Trico. Trico hat gewonnen. Natürlich hat Trico gewonnen. Hätten das gebaut, das fällt ja auseinander. Ich glaube, dieselben Leute, die diesen Turm hier auch gebaut haben. Hey, Futter. Guck mal, Trico. Für dich. Fütterung der wilden Bestie. Wilde Bestie kommt. Nom nom. Nom nom. Er kriegt immer mehr Hörner. Er kriegt immer mehr Horn. Irgendwas mit diesen Raddingen da. Dann gehen die Tore auf jeden Fall auf. Aber wir müssen, wenn denn, ja auch irgendetwas daran schmeißen können. Guck mal, ob auf der anderen Seite vielleicht noch irgendwas übersehen oder so. Nee. Können wir so einen Speer mitnehmen? Nö. Bringt uns das denn überhaupt was, wenn wir das ja jetzt aufmachen? Da ist irgendwie so ein Wagending. Da ist nichts. Die Speere können wir nicht mitnehmen. Wir können nur das hier mitnehmen. Hey, Trico, fang! Ja, da oben müssen wir auch noch irgendwie hin. Scheinbar. Na, da wird aber einer schon wieder müde. Das hilft uns jetzt aber nicht, kleiner Mann. Brauchen jetzt einen konkreten Plan. Einen konkreten Plan brauchen wir da jetzt. Was sein? Was machst du denn da? Hey! Ja, so ist fein. Sehr gut. Der kleine Trico, oder der reißt das schon. So, jetzt haben wir das. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es macht. Wir haben es aber.
Okay, wir haben es aber. Ja. Die anderen Wagen sind da drinnen kaputt. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Befehlerteil, hatte er. Okay, irgendein Befehl. Doch nicht. Okay, ich glaube. Ich glaube. Ah, Trico! Was tust du? Ja, Hauptsache, wir sind völlig bekloppt hier, du weißt. Fehlerteilen, ey. War eine ganz schön komische Idee, die wir hatten, aber wenn es klappt, dann klappt's halt.